Ich begrüße euch zurück hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Hier, ja, vor Rittersporn, dem auf Deutsch gesagt endgültig der Mund verboten wurde. Oder eher gesagt noch verboten ist, denn wir wollen ihn natürlich befreien. Hier aus den Fängen der Gefangenschaft. Mann, oh Mann, war das eine Arbeit, ihn zu finden. Und hier sitzt er nun vor uns. Endlich. Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ah, wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was? Komm mit, reden wir draußen. Priscilla, was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan, aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist, hast du sie nicht gesehen? Also, ich weiß nicht, wo sie ist. Oh Mann, juhu, das hat sich alles gelohnt. Nein, Spaß beiseite. Ich muss sagen, erstmal ganz kurz, Rittersporns Outfit, ihm scheint es auf jeden Fall in letzter Zeit nicht schlecht ergangen zu sein. Das wirkt hier noch aufgetakelter als sonst. Und die Präsentation mal wieder, ich sag's immer wieder, aber es wirkt einfach alles so toll. Es ist so super. Ja, wir wissen, dass du ihr helfen wolltest. Das stimmt, denn wir haben hier schon einiges erfahren. Und das nicht nur von, ja, angenehmen Persönlichkeiten. Ich weiß, dass du ihr helfen wolltest. Aber ich verstehe nicht ganz, warum du ausgerechnet zu Hurensohn Junior gegangen bist. Mir ist sonst niemand eingefallen. Mit mehr Zeit hätte ich vielleicht anders entschieden. Aber Ciri meinte, die wilde Jagd sei ja auf den Fersen. Hurensohn schien vergleichsweise harmlos. Es ist was schiefgelaufen. Dann weißt du schon alles? Du bist doch wohl nicht sauer. Mein Plan war perfekt. Theoretisch jedenfalls. Wie hätte ich wissen können, dass Menge hinter Dudu her war? Ich habe genug von deinem Plan gehört. Jetzt muss ich wissen, was mit Ciri geschehen ist. Ja, wann hast du sie denn das letzte Mal gesehen? Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Und erneut eine Erinnerung. Wahrscheinlich jetzt der große Schlüsselmoment, der uns zeigen wird, wohin uns unsere Spuren führen oder wohin uns die Spuren von Ciri führen werden. Oh Mann, ich bin gespannt. Fortsetzung folgt. Flieh zur Tempelinsel. Ah. Sie haben die Tore blockiert. Wir müssen rennen. Schnapp dir ein Pferd zum Tempel. Kapiert? Steige auf ein anderes Pferd. Bitte was? Ich würde eigentlich ganz gerne. Ich meine, wenn wir die Fähigkeit schon haben, oder? Dann können wir mal ein bisschen aufräumen. Aua. Autsch. Autsch. Glaube ich ja weniger. Das Tor ist offen, wie ich das sehe. Das heißt, wir laufen mal ganz schnell. So. Autsch. Ich glaube es ja wohl. So. Komm, Rittersporn, reite. Komm schon, reite, reite, reite. So.
zur Tempelinsel zu fliehen, erscheint mir aber nicht gerade klug, vor allem, weil ich weiß... Es muss sein! Wir sind fast da! Oh wei. Das sind aber ganz schön viele Gegner. Aber mit der Fertigkeit von Ciri ist das gar kein Problem. Boah. Also von Ciri hätte ich Respekt. Meine Güte. Alle abgemetzelt. Na komm, Rittersporn. Zur Tempelinsel fliehen scheint mir aber keine gute Idee. Zumindest nicht, wenn ich weiß, dass da oben indirekt eine Sackgasse wartet. Sie wollen zum Platz! Hierher! Wache! Wache! Rittersporn! Ciri! Ciri? Verdammt! Nehmt diesen Mann fest! Und so trennten sich also die Wege von Rittersporn und Ciri. Und Rittersporn blieb in Gefangenschaft zurück. Es gibt alles Sinn. Doch was geschah dann mit Ciri? Das ist die Frage. Ach, was für ein Abenteuer. Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Soltan, wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Oh, lecker Semmel hätte ich jetzt auch Lust drauf. Beziehungsweise, ich habe gerade noch einen gegessen. Na okay, klar, du wirst ein Vermögen machen. Darum geht es dir und was mit Ciri, das will doch keiner lesen. Ja, lesen wollen das sicherlich viele, das hört sich ja sehr, sehr spannend an. Ich meine, es nachzuerleben und nachzuspielen ist ja auch spannend. Ja, es geht hier um Ciri, die ironische Art und Weise von Rittersporn kann ich schon verstehen. Daher würde ich sagen, klar, du machst ein Vermögen damit, das ist ja alles ein bisschen scherzhaft von ihm gemeint. Und es hilft ja auch die Lage ein bisschen aufzulockern. Genau, der beste Teil ist der, als der Wächter dich über seinen Sattel wirft wie einen Mehlsack. Damit machst du ein Vermögen. Abwarten. Du wirst im Alter wohl griesgrämig. Ich bin nur besorgt. Um wen denn? Ciri? Hab ein bisschen Vertrauen, Geralt. Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Was hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Naja, das dürfte schwer sein, denn der ist tot. Hurensohn ist tot. Oh, Zorn ist dir wohl auch nicht fremd. Naja, ich kann nicht behaupten, dass mich sein jähes Ableben bekümmert. Er hat es so sehr verdient wie seinen unvorteilhaften Spitznamen. Was ist mit unserem alten Freund Sigi Reuven? Hast du den auch schon besucht? Dem geht's gut. Das ist schlecht. Dürfte ziemlich sauer auf mich sein. Ja, ziemlich ist ein bisschen untertrieben. Weißt du, wozu dieses Phylakterium gut ist? Damit ist dieses Kästchen gemeint. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war.
Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Jetzt wird's interessant. Aber warum hatte Ciri denn bitte Interesse an einem Fluch? Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Warum hat Ciri sich für diesen Fluch interessiert? Wollte sie ihn wirken oder brechen? Hat sie das gesagt? Sie wollte überhaupt nicht drüber reden. Und ich wollte nicht neugierig sein. Das eine Mal, wo es nützlich gewesen wäre. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie ihn brechen wollte. Bei wem? Oder bei was? Oder bei sich selbst? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sie sah nicht verflucht aus. Aber sie hatte es ganz schön eilig. Okay, und was weißt du sonst noch über diesen Fluch, der also scheinbar nicht Ciri betroffen hat? Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst. Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafail Elaine, Ketmil Foli. Gledif Dorn Eptenait, Bundro Itne Iacus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Vielleicht sollte man jetzt mal auf Triss zurückgreifen oder auf Philippa Eilhardt. Ja, hat Ciri sonst noch was gesagt, was vielleicht weiterhelfen könnte? Mist, das reicht einfach nicht. Hat Ciri sonst noch was gesagt? Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein. Geralt, sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kaer Morhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig, aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Ja gut, es hilft alles nichts, trotzdem muss ich Ciri finden. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Und damit haben wir Rittersporn endlich gefunden und befreit. Ciris Geschichte. Ein weiterer Teil ist damit abgeschlossen. Rittersporn, ja, den haben wir gefunden. Kabarett. Triff Rittersporn im Rosmarin und Thymian. Ja, hier warten erstmal noch Aufgaben auf uns. Und hier jetzt auch noch Zoltan. Ja, hallo. Ein Geschenk. Jetzt bin ich aber gespannt. Wir sind dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast? Ja? Na schön. Lebt wohl. Das war die Aufgabe? Bitte was? Na gut, danke schön. Ein Bild vom Hierarchen, juhu. Da habe ich ja Ewigkeiten drauf gewartet. Was sagen eigentlich die aktuellen Aufgaben? Ciris Fußstapfen, Reiseziel Skellige.
Die Bestie von Ehrendorf. Herr des Waldes. Ja, die Aufgaben sind jetzt machbar. Ja, wir könnten theoretisch einen Auftrag starten. Das Ganze mit, ich wollte ganz kurz gucken, mit Rittersporn. Ist das eine Nebenaufgabe? Auf der Fährte, nee. Kabarett, ja, Stufe 14. Triff Rittersporn im Rosmarin und Thymian. Es gab so viel zu tun und so wenig Zeit. Da der Hexer ein weiteres Mal bewiesen hatte, was für ein treuer und verlässlicher Freund er war, bat ich ihn um Hilfe und er sagte mir sofort, sie mir sofort zu. Also wieder eine Nebenaufgabe für Rittersporn, wie wir auch schon eine für Triss und natürlich unsere gute Priscilla erledigt haben. Wir wollen also auf jeden Fall zuallererst, würde ich sagen, die Hexeraufträge erledigen, die jetzt für uns möglich sind, gelöst zu werden. Und danach werden wir dann erstmal Rittersporn helfen. Und dann scheint unser Weg endlich nach Skellige zu führen. Da freue ich mich ja schon drauf. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Ah, da müssen wir auch noch hin. Zum großen Feldlager hier unten. Oh wei, beinahe vergessen. Da haben wir einen unentdeckten Ort. Ach, das ist der große Baum. Da kamen wir noch gar nicht hin, stimmt ja. Und da müssen wir hin. Ist der direkt bei der Hütte des Bootbauers? Ich würde sagen, wir können auf jeden Fall schon mal den Auftrag annehmen und über das Monster reden. Aber ich denke mal, die richtige Monsterjagd gibt es dann erst beim nächsten Mal. Denn jetzt hier ein solches Video, das den Schwerpunkt auf Rittersporn und vor allen Dingen auf die Suche nach Ciri legt, da dann auch noch einen Hexerauftrag reinzupacken, finde ich ein bisschen unpassend. Wir wollen lieber zusehen, dass wir in Richtung unseres Hexerauftrags kommen. Oh Mann. Also die Handlung nimmt definitiv Fahrt auf. Oh wei. Das ganze Land ist so vom Krieg gezeichnet, das ist unglaublich. Unglaublich. So. Einige Wölfe, vor denen haben wir keine so große Angst mehr. Das muss Ehrendorf sein. Das Dorf mit dem Auftrag. Aber es ist zu still. Blöde Wölfe. Bleibt einfach weg und ihr könntet überleben, aber nein, ihr müsst ihr unbedingt angreifen. Es ist viel zu still. Mikrofagen, toll. Autsch. Autsch. Okay, ein Algul fehlt noch. Komm schon. So. Oh Mann. Da, etwas Böses war hier. Danach sind Mikrophagen aufgetaucht. Wo Katz und Wolf spielen, erkunde das Dorf mit Hilfe deiner Hexersinne. Mikrophagen haben die Leiche zerfleddert. Die Todesursache kann ich nicht mehr herausfinden. Das ist aber gar nicht gut. Die Bestie von Ehrendorf. Okay. Überall Tod und Verderben. Schwertwunden. Schwertwunden. Untersuchen, anzünden, auch gut, Geralt. Bitte. Das ist echt blöd gemacht, ist er das? Das Feuer brennt noch. Alles noch frisch hier. Okay, aber... Das Feuer brennt. Ja, ja, ich weiß schon, Geralt. Jetzt wirkt es beinahe, als hätten hier Menschen etwas getan. Oder... Ja. Sei das das Werk eines Deserteurs oder etwas in der Richtung. Wohlhabend. Vor allem für Velen. Für Velen in der Tat ein schickes Häuschen. Der Kopf eines Waldschrats. Mit einem scharfen Messer abgeschnitten. Na nun, da ist mir wer zuvor gekommen. Sieht mir beinahe so aus, als wäre jemand mit der Bezahlung nicht einverstanden gewesen.
kampflos gestorben. Abgeschlachtet. Also irgendwas stimmt hier nicht. Bauch aufgeschlitzt. Ist wohl beim Verteidigen seines Herrn gestorben. Irgendwas stimmt hier nicht. Erster Hieb durch die Aorta. Zweiter Hieb durch die Femoralarterie. Der hat nicht mehr gekämpft. Ganz kurz für euch, für den Hinterkopf, wo Katz und Wolf spielen, ist, soweit ich mich erinnere, eine DLC-Aufgabe. Klinge in den Rücken, zwischen die Wirbel, Rückenmark durchtrennt. Sie konnte sich nicht mehr rühren, verblutet. Autsch. Also wie gesagt, ich meine, dass es sich hierbei um eine DLC-Aufgabe handelt. Und ich würde sagen, ach du, was? Was? Wo kommt ihr denn her? Kleine Mistviecher. Aber ich würde sagen, Leute, wie gesagt, jetzt hier wirklich mit dem Auftrag durchzustarten, vor allen Dingen, weil es sich dabei um einen DLC-Auftrag handelt, finde ich nicht richtig. Daher würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle mal einen Schnitt. Beim nächsten Mal finden wir heraus, was genau hier im Dorf vorgefallen ist und wo Katz und Wolf gemeinsam spielen. Ja, wir haben Rittersporn befreit, wir haben die Wege nach Skellige mehr oder weniger bereitet und ich denke mal, das sollte der Inhalt des Videos sein. Und beim nächsten Mal gibt es dann einige Hexeaufträge und vielleicht das Treffen mit Rittersporn. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die Befreiung von Rittersporn. Das war ein Teil von Ciris Geschichte. Und beim nächsten Mal geht es hier weiter.